Mist. Sehr gut. Wir brauchen nach wie vor ein Schiff, eine Crew und eine Karte. Wie kommen wir dazu? Was müssen wir machen, um dies zu bekommen? Ich höre doch hier irgendwo einen Papagei. Ein grasbewachsener Hügel. Tja. Wo können wir hier jetzt noch weitermachen? Was gibt's hier noch zu entdecken? Nochmal zurück zum Club dort drüben. Hier ist keine Tür mehr offen. Zur Cabana. Zur Copacabana. Da können Sie nicht lang gehen. Das ist nur für Mitglieder. Oh, Schreck. Tja. Also. Auch Rednerbuch. Was hilft uns das alles hier? Wir haben einiges im Inventar. Aber was hilft es uns? Vielleicht können wir zurück zum Sumpf. Da rennt er. Quer durchs Land. Von hier aus kann man nicht zufällig irgendwo hier entlang. Sieht nicht so aus. Vielleicht hilft uns die Kollegin noch mal weiter. Kieferknacker nützt dir nicht viel. Okay. Bisschen Zauberstab. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Okay. Ich brauche nochmal Hilfe. Ich möchte wissen, an welchem Voodoo-Fluch du gerade arbeitest. Das haben wir nicht gefragt. Voodoo-Fluch? Oh, das? Das ist nur ein Fondue für heute Nacht. Möchtest du mal probieren? Sind da irgendwelche Stinktierzehen drin? Ein paar. Dann verzichte ich. Welche Insel ist das überhaupt? Du bist auf Plunder Island gelandet. Plunder Island? Klingt passend für einen Piraten. Natürlich. Es ist eine Art Altersheim für Ex-Piraten und ihre Gattinnen. Klingt aufregend. In letzter Zeit ist etwas zu viel auf der Insel los gewesen. Alles dreht sich um Gouverneurin Marley, LeChuck und ein gigantisches Hühnchen. Aha. Wie bist du nach Plunder Island gekommen? Ich erkannte, dass meine Filiale im Sumpf von Skep Island nicht ideal gelegen war. Also bist du in einen Sumpf auf einer anderen Insel gezogen? Ich sagte gerade, dass ich in die Zukunft sehen kann. Ich habe niemals gesagt, dass ich eine Expertin in Immobilien sei. Tja. Elaine ist auch Gouverneurin dieser Insel? Eigentlich ist Elaine Gouverneurin des gesamten Drei-Insel-Bereichs, bestehend aus Mili, Booty und Plunder Island. Sie ist in ihrer Festung hier auf Plunder gezogen, nachdem das Küchen- und Gartenpersonal ihr Anwesen auf Booty Island verlassen hat. Ein Booty Island. Aha. Was war das für eine Sache mit dem gigantischen Hühnchen? Ah ja, Guybrush. Du bist auf einer Insel gelandet, die von der kalten, klammen Hand
der Angst umklammert wird. Glaubst du nicht, dass du alles ein bisschen überdramatisierst? Dies war eine friedliche Insel, bis das große Biest an unseren Küsten landete. Das Biest. Einige sagen, es wurde geschickt, damit die Inselbewohner für ihre Grausamkeiten bezahlten. Andere sagen, es wäre pures Schicksal. Was auch immer der Antrieb war, es kam. Okay. Was kam? Es war El Pollo Diabolo, das gigantische Dämonenhühnchen. So groß wie ein Mann und zweimal so mächtig, tragen es seine massiven Unterschenkel mit Leichtigkeit durch den Dschungel. Niemand hat das Biest je gesehen. Aber am Vorabend des Vollmonds kann sein blutgefrierender Schrei in jeder Ecke dieser armen Insel gehört werden. Im Dunkel der Nacht sitzt es geduldig auf der Stange, hält Ausschau, wartet auf den einen Tag. Nein, 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 warte. Erzähl es mir nicht. Lass mich raten. Es führt eine neue Hackordnung ein. Es durchwandert die Insel und nimmt furchtbare Rache an denen, die seine kleineren Genossen fangen und essen wollen. Ach, mach mal halblang. Es gab einst andere wie dich, die gegenüber der wahren Natur der Bestie skeptisch eingestellt waren. Aber sie sind jetzt alle tot. Von seinem gefährlichen Schnabel zu einem blutigen Brei gepickt. Aber ich bin sicher, dass du dich vor nichts fürchten musst. Ja, richtig, wie auch immer. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Zu guter Letzt habe ich LeChuck und seine Skelettpiraten besiegt. Das wahre Böse kann niemals vollständig zerstört werden. Aber ich habe ihn explodieren gehört. Du wärst überrascht, welche Misshandlungen ein böser, untoter Zombie-Pirat aushalten kann. Tja. Schließlich habe ich Big Whoop gefunden und war ungeheuer enttäuscht. Big Whoop ist das pure Böse. Du hast Glück gehabt, lebendig zu entkommen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass ich so viel erwartet hatte und unglaublich enttäuscht war. Ja, das ist die Quelle von einem Großteil von LeChucks Macht. Nun, ich werde niemals wieder dorthin zurückgehen. Ich habe das anders vorhergesehen. Du wirst zu Big Whoop zurückkehren und LeChuck noch einmal gegenübertreten. Aha. Was lässt dich glauben, dass LeChuck zurückkehren wird? Einige Menschen können ihr gesamtes Leben lang suchen und niemals den Sinn ihres Daseins entdecken. LeChuck hat seinen Sinn gefunden. Ständig von den Toten auferstehen und dich und Elaine quälen. Das ist genau das, was er am besten kann. Puh, wenn du es so auslegst, fällt es schwer, weiter auf ihn böse zu sein. Wie kann ich ihn endgültig zerstören? Das weiß keiner. Seine Macht scheint mit jeder Reinkarnation zu wachsen. Du magst ihn vorerst kaltgestellt haben. Doch dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Aha. Ich möchte mehr über sichere Haarersatzmethoden wissen. Das kann ich mir vorstellen. Interessante Fragen, die wir hier stellen. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe? Sicher hatte ich einen wirklich coolen. Ich frage mich, was mit ihm geschehen ist. Tja. Ich möchte mehr über eine Diät, mit der ich leben kann, wissen. Ich werde mit dir Weisheit teilen, welche in meiner Familie seit Generationen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde. Und? Wie lautet sie? Wenig Fett. Viele Ballaststoffe. Das funktioniert. Aha. Ich möchte mehr über Hypotheken mit variablem Zinssatz wissen. Interessante Themen. Muss man drüber reden. Obwohl für den erstmaligen Hauseigentümer attraktiv, reagiert der Kurs wild auf Fluktuationen auf dem Markt und kann auf Zeit gegen den Käufer. Wir quetschen sie zu einem aus. Du kommst am besten weg mit einer 20-prozentigen Abschlagszahlung und einem variablen Zinssatz. Dann mit einer Wiederfinanzierung zu einem Fixkurs nach einem oder zwei Jahren, wenn es der Markt rechtfertigt. Könntest du das noch einmal wiederholen? Nein.
Ich möchte mehr über die Aufstiegschancen im Bereich Fernseh- und Videoreparatur wissen. So, du möchtest mehr Geld machen. Aber klar, wer will das nicht? Ist ja schon langweilig. Ich hoffe nicht. Ich möchte mehr über den Aztekengott Quetzalcoatl wissen. Wirklich süßer Bursch. Wir reißen das hier aus. Nicht so blutdurstig, wie alle sagen. Kürzer als du denkst. Leider gibt es dafür kein Achievement. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles gefragt. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Okay. Tja. Nichts, was wir hier noch mitnehmen können, was wir noch gebrauchen können. Wir haben doch hier Falschgeld, das können wir doch bestimmt. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Wir haben Kaugummi. Okay. Ja, wie auch immer. Ich glaube, hier gibt es momentan nichts zu tun, zu finden. Gehen wir zurück in die Stadt noch einmal. Puerto Polo. So, ich glaube, ich. Nein. Eine Sekunde. Ich gehe hier nochmal rein. Zufälligerweise untersuche ich das hier mal. Leute, die einen verachten, nur wegen eines kleinen Problems mit... Hey, das sind keine Schuppen. Oh. Das sind Läuse. Okay, ich habe eine Idee, was wir mit den Läusen machen können. So, da haben wir Läuse auf dem Mantel. Ich denke, hier kann jemand Läuse gebrauchen. Ich glaube, er würde es merken. Auf den Kamm drauflegen. Ich weiß nicht, wie man Läuse damit benutzt. Nicht? Okay. Sehr schön. Da juckt's mir schon im Kopf. Sie sind von den Haardämonen besessen. Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer. Die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen. So wahr ich hier stehe. Sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, du wirst mein A ruinieren. Ach du Schreck. Glatze. So, ich hätte gerne eine neue Frisur. Nein. Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Das kann ja nur gut werden. Okay. Haarschnitte für den kritischen Piraten. Frühjahrsausgabe. Ich fürchte, er schneidet mir ein Ohr ab, wenn ich aufstehe. Dann können wir vielleicht währenddessen mit ihm reden. Ich schätze, das war vorerst genug Haarspalterei.
Ei, wie du meinst, Jungchen. Kann man trotzdem mit ihm reden? Wie bist du zum Piratenfriseur geworden? Ich verbrachte 10 Jahre an Bord der MS Unbeliebt, dem schnellsten Schiff der schottischen Marine. Ach, das sind so tolle. Hat dir das geholfen, Piratenfriseur zu werden? Wir durchkämmten damit die Meere. Das sind tolle Schiffsnamen. Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte. Ich weiß nicht, wofür die brauchen, die Piratengeschichten, aber. Wir waren eine Mannschaft von 2 Männern unter dem Kommando von Big Jake McMoloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Balky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Wie riesig ist der Schatz, über den wir hier reden? Immens. Unglaubliche Menge. Wir müssen den Schatz bergen, der dort unten liegt. Und Rabattmarken der den wir schon gesehen haben im ersten Kapitel. Es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold. Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste, nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis 3, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wanden uns vor Schmerzen. Warum habt ihr es nicht in Gruppen von 3 oder 4 gemacht? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Der Pirat Angus McAxe war uns nach Balky Island gefolgt und wollte den Schatz für sich. Der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. Tja, also... Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Aha. Der 500 Meter Eimer voller schwerer Steine Hindernislauf? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Ich denke, ich weiß, was er meint. Ach du Schreck. Was um alles in der Welt ist ein Stammwurf? Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Na dann, auf geht's. Klingt toll. Fangen wir an. Das war wohl nichts. Ich würde niemals einem so schwachen Kapitän folgen. Okay, wir müssen an Stärke gewinnen und ihn besiegen. Verstehe. Also ihn... Also wir müssen die 3 Leute hier im Friseursalon rekrutieren. Er will, dass wir stark sind. Er will einen Schatz sehen und er will deswegen beleidigen. Ja, gut. Ich hab einen Schatz. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Ja, das befürchte ich nämlich auch, dass das hier nicht sehr viel wert ist. Joa. Alles klar. Gut, dann würde ich auch sagen, belassen wir es mal heute für diesen Stream dabei. Lang genug habe ich gespielt. Ja, weiter geht's beim nächsten Mal. In der nächsten Woche. Mal schauen, wenn ich dazu komme, das weiter zu spielen. Gut. Ich glaube, dann beende ich mal diesen Stream an dieser Stelle und diesen Part. Ich glaube, ich noch umsonst nicht gefallen haben auf YouTube. Hallo YouTube.
lassen ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Glocke aktivieren und so weiter. Auf YouTube und auf Twitch ein Follow da lassen. Ja, na dann. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als. Speichern wir mal zwischen. Ja, einmal speichern hier. Mal hier Spielstand Klaus überschreiben. Ja, hier ist Spielstand Klaus. Okay, ja. Optionen. Da war noch Musiklautstärke. Weil die passte bisher, glaube ich. Bis auf das hier. Sag schon. Bis auf die eine Musik im Vorspann, die war ein bisschen laut. Aber was soll das? Oh, hier haben wir noch eine Hilfe. Achso, 5 Minuten zum Schluss. Können wir das ändern vielleicht? Haltstörung Z beenden. Interessant. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Beenden.